Zugauftrag ist es, nach Süden auszubrechen. Dazu Echo, Alpha und Bravo müssen sich hier um Lerche oder Larche kümmern. Mhm. Fronti ist schon da? Nein. Echo 4 Alpha. Falls sie Echo hört. Kommst du rüber? Jo, bin da. Genau. Ja, also, wir müssen halt Larche einnehmen. Wir werden mit Fahrzeug bis Fahrzeugsammelpunkt verlegen. Dann Alpha Bravo Echo erstmal ab. Echo hat noch ein Fahrzeug und verlegt irgendwie weiter. Bis hierhin war dein Plan, glaube ich, Fronti. Ja, mein Plan wäre, bis zur Straße zu fahren und von dort aus zu Fuß weiter. Mhm. Okay, und jetzt müssen Dan und ich irgendwie überlegen, wie wir die Stadt hier eingenommen bekommen. Ja. Mhm. Und, also in meinen Augen, die ist jetzt auch nicht so klein. Da weiß ich nicht, ob, oder Dan, hast du schon mal eine Idee, bevor ich irgendwas Konkretes sage? Ich hätte den Ansatz, dass wir mit beiden Gruppen von Norden, jeweils Nordwesten und Nordöstlich, gemeinsam in die Stadt nach und nach eindringen. Mhm. Genau, dass beispielsweise Alpha hier, was ist denn hier los? Alpha beginnt den Compound zu nehmen und dass man dann gemeinsam jeweils die linke und rechte Seite der Stadt eindringt. Bis zur Hauptstraße, wäre so erstmal mein Plan. Dass wir generell erstmal von der Hauptstraße eventuell einen gewissen Ladeplan ersehen können, wenn Sierra nicht schon was eingezeichnet hat zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und dann aus Norden gemeinsam angreifen. Also so eine Art paralleles Vorgehen von hier und von genau, hier. Genau. Ja. Was wäre dein Plan mit? Nee, Waldi, hau du mal. Also, meine Idee wäre relativ ähnlich gewesen, weil ich es gefährlich fände, irgendwie hier zu der Seite zu gehen und von der anderen Seite ist ja Echo, die sozusagen von da reinhauen können. Deswegen wäre meine Idee auch parallel gewesen, aber nicht irgendwie linke oder rechte Seite, sondern eine Gruppe sozusagen die Hauptstraße oder die Nebenstraße hier nehmen. Und die andere, könnte irgendwie Alpha sein, dass wir sozusagen hier hingehen und dann so hier an der Seite entlang, wenn es einigermaßen sicher ist und dass wir dann sozusagen die Stadt also so aufteilen? Also erstmal gar nicht aufteilen, du aber das ist sozusagen... so gesehen, dass eine Gruppe hier runter geht, die andere soll sich über die Häuser an der Seite vorschranken und versuchen hinten reinzukommen. So hört sich das für mich gerade an. Ja, also je nachdem, wie das dann im Endeffekt aussieht. Weil dann kann man entweder von hier schnell noch mit reinkommen, weil das sind ja jetzt auch nur 50 Meter. Genau. Oder man kann halt hier und hat die Hauptstraße sozusagen mit Echo gesichert und Echo kann dann, je nachdem wie es aussieht, halt hier hinkommen oder dahin oder von hier umgehen und von hier dann irgendwie reinschießen, ja, je nachdem wie die Feindlage Echo ist. Ja. Echo ist heute... Ja. Nur Block, die kommen nicht rein. Ach. Genau. Die kommen okay. Ja, Frage, seid ihr aktuell noch in Planung involviert? Wir warten auf Rainbow und dann hätte ich mich angeguckt, ob wir verschwinden. Selbe Lage wie bei Echo, nur wir bleiben heute insgesamt 5. Ja, check. Würde ich sonst vorschlagen, ich verstehe, was du meinst, weil du möchtest halt, dass die rechte Seite quasi, die östliche Seite von der Stadt gedeckt wird durch eine Gruppe und eine Gruppe quasi reingeht und Echo den westlichen Teil quasi deckt. Ja. Die Straße deckt. Also das wäre halt mein Vorschlag. Du möchtest also hier, dass hier eine Straße gedeckt wird? Nicht, dass die Straße gedeckt wird, aber dass wir sozusagen einen Hauptkampfgruppe haben, die sich die Straße hier entlang sammelt und dann haben wir an der Seite sozusagen die seitlichen Compounds hier nehmen und gegebenenfalls halt auch noch hier unterstützen können, indem die eben hier die Flanken frei halten. Hätte ich einmal eine Anmerkung, wenn wir eine Gruppe hier durch die Straße entlang schicken, musst du bedenken, dass die aus beiden Seiten generell angreifbar ist, weil beide Seiten mit Häusern besetzt ist. Was wir erstmal machen könnten, ist natürlich, also mein Plan wäre halt dieser, dass wir halt von außen erstmal das wegholen, was da ist und dann gemeinsam durch die Mitte gehen. Also du würdest sozusagen sagen, dass wir hier so eine Art
erste Linie haben. Das ist sozusagen ein Teil hier, der andere Teil da. Je nachdem, wie es aussieht, und dass wir dann so stoßweise vorgehen. Genau. Okay. Und dass man halt zuerst den nördlichen Teil der Stadt dann sicher hat. Und wir wissen halt auch einfach nicht, was da ist. Wir müssen uns da dann Schritt für Schritt halt einfach rantasten. Ne? Das ist halt das Ding. Okay, ja. Dann. So, was ist denn? Ja, willst du irgendwas oder? Mir sogar. Möchtest du erst mit anfangen oder soll ich? Ist mir egal. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich eine ganz andere Idee hätte, aber... Ich auch. Ja, schieß los. Also, grundsätzlich erstmal, ich mache das, was der Gruppenführer sagt. Insofern schmeiße ich mich in jeden Kampf, egal wie. Ich bin jetzt am Überlegen, wir haben, wenn wir hier absteigen, wir sind hier auf Höhe, weiß ich nicht, 197, 190, irgendwas. Wir würden ja von hier, von oben runterlaufend hier rein. Die sind auf 128. Von den letzten Kämpfen können wir eigentlich davon ausgehen, wir wissen es nicht, aber dass da ordentlich schwer bewacht wird. Ich persönlich würde tatsächlich den Weg nehmen, hier rein und dann von Haus zu Haus einfach rüberschlagen und dann tatsächlich eher den seitlichen Angriff machen. Das wäre meine Idee gewesen, soll aber nicht die richtige sein, so wie ihr wollt. Evos, was meinst du? Den Vorschlag fand ich schon mal gut, über diese kleine Siedlung zu gehen. So groß wie du gesagt hast, habe ich das so nicht getan, drei von vier dass man sich die Wälder erstmal Schutz sucht, aber ja, der Höhenunterschied ist schon mal klar, und ich einfach schnell runterlaufen, sieht das jeder scheiß Feind und werden weggeholzt wie sonst was. Und dieses Außenrum gehen, da bin ich noch nicht wirklich ein Fan von. Ich finde eher zwei Trupps jeweils die Straßen lang runterschicken, das ist etwas effektiver, als wenn wir das eine Trupp runterschicken. Zum Schluss haben wir jetzt hier noch zwei Hängeschützen, die wir vergessen haben, und dann kommen die von hinten, haben wir auch ganz schnell ein Problem. Also dafür lohnt sich für den Vorschlag, wie Eberhard das macht, was ich auch generell mitmachen will. Das machen wir, glaube ich, viel zu selten. Häuser markieren, also wirklich schon als Gruppenführer vorher markieren, okay, Haus 1, 2, 3, 4, 5, weil dann kann man sagen, okay, Trupp A macht jetzt Haus 1 bis 4, Trupp oder nächste Gruppe macht dann A bis D, dass man immer auf gleicher Höhe ist, im etwa immer weiß, wer ist jetzt wo, wenn wir ein Haus ansprechen, dass man wirklich gruppenweise oder truppweise genau wissen, wo sind die gerade dran oder wo ist jetzt die nächste Linie, auf der wir erstmal warten, bis wohin wir uns vorkämpfen, von da aus dann weiter. Ja, aber macht ihr mal, also. Ich weiß es nicht. Wir haben noch 2 Minuten. Ich finde beide Ideen ganz gut. Ich hatte das auch mehr oder weniger nicht so gedacht, dass wir da blind reinlaufen, sondern dass wir uns halt den Hügel quasi runterkämpfen. Wenn wir werden ja relativ zeitig von Hügel 190, da wo wir die Fahrzeuge nachher abstellen, ja schon sehen können, je nachdem wie dicht der Bewuchs ist, wie viel Feinkontakt wir haben. Und gehen entsprechend halt von Norden her in die Stadt gemeinsam rein. Wir sind aber gerade auf Tepp-Idee ganz gut, weil diese Häuser da rechts bieten natürlich immer wieder Schutz für eine Gruppe. Das kann man natürlich ganz gut so machen, wobei der nördliche Teil der Straße dann natürlich wesentlich geschützter ist für ein oder zwei Gruppen als blind von Norden hinein. Ich möchte noch was dazu sagen. Ihr dürft nicht Lidl vergessen. Ganz oft haben Ted und ich Pläne gemacht und wieder verbrochen und neu gemacht, weil es dann doch vor Ort anders aussah als auf der Karte. Heißt, ihr müsst jetzt 2-3 Plänchen machen und dann müsst ihr gucken, wie ihr die umsetzt. Und dann eben einfach machen und entweder geht's schief oder es geht gut oder ihr müsst halt in der Lage sagen, okay, wir wechseln auf Plan B. Ja. Ja, das wird immer kommen. Ja, dann wäre mein Vorschlag, wir machen von beidem sozusagen ein Hybrid. Ja. Dass wir eine von Norden, eine Gruppe von der Seite und dann können wir entscheiden, wie es dann von hier weitergeht. Wenn ihr merkt, also von hier aus könnte man dann zum Beispiel dann dahin gehen oder man übernimmt dann diese Seite und der größere Trupp, würde ich sagen, halt Alpha. So, Foxanal stehen. Frage, wie ist der aktuelle Status der Planung? Hier Alpha, noch 30 Sekunden? Ja, check. Genau. Finde ich gut die Idee, dass wir eine Gruppe quasi Delta wird soweit durch die Planung. Quasi. Beziehungsweise, dass ihr euch dann. Ja, check, dann schon mal Delta, Charlie, schon mal auf LKWs aufsatteln, dass ihr gleich einmal schon bereit seid. Und die zweite Gruppe sich quasi
blockieren die Straße. Na, Charlie braucht noch eine Minute. Zu dem Compound und dann können wir diese Achse nehmen und dann müssen wir sowieso erstmal weiter. Ja. Dann hätten wir zwei, hätten wir ein direktes Kreuzfeuer auf die Ortschaft erstmal. Und wie gesagt, der Rest ist halt Lidl, wie die okay. Wie viele Leute hast du gerade? Gerade habe ich mit mir 5. Wir lassen die Führungsebene mal kurz debattieren. Ja, dann willst du die Ostroute nehmen und ich nehme Norden? Können wir gerne so machen. Ja, das wird noch. Was ich euch jetzt noch eben empfehlen würde, ist, auch wenn ihr jetzt nicht alle Häuser markiert, würde ich zumindest ein paar vielleicht markieren, dass wenn im Situationsgefecht irgendwas kommt, dass sie sagen können, wir sind nördlich von Haus 1 oder irgendeine schnelle Zuordnung, die es vielleicht noch schneller oder einfacher macht, genau im Häuserkampf zu wissen, wo sind jetzt gerade die anderen. Okay. Aber das kann auch auf dem Weg dahin gemacht werden, nur das. Ja, ich auch nicht. Bravo, hier Tobi. Okay. Dann, Dan, wollen wir zurück zu Aino? Ja, können wir sofort machen. Hier, Tobi. Also, da gab's zu Füß laufen. Sind wir gerade von Norden gekommen oder sind wir von Westen der Hauptstraße gekommen? Von Norden. Okay. Also den kleinen Feldweg ja, da, ne? Aufklärungsergebnis. Ja. Oder die kleine Straße, ja. Schweres Gerät des Fallen. Einmal absitzen. Absitzen. Ja, Fox schon mit. Fox für Alpha. Gut. Melde, Fahrzeug 1 hat Sammelpunkt erreicht. Sehr schön. Fox für Bravo. Gut. Bravo ebenfalls Einsatzpunkt erreicht. Frage bezüglich Feuerstatus. Von der Straße drunter. Da will ich wissen, ob es auch Zivilisten im Gebiet gibt. Irgendwo von der Straße runter? Nur, gelten die normalen Rules of Engagement, sprich, erstmal nur zurückschießen. Bravo, so verstanden. Ansonsten, im Zweifel auch nach eigenen Ermessen der Gruppenführer. So verstanden. Charlie hat Einsatzpunkt erreicht. Was macht der denn jetzt hier? Der hat ebenfalls einen Einsatzpunkt. Bravo für Echo hat Absatzpunkt erreicht. Alpha, Bravo, komm. Gut, und Fox hier an alle Stellen, damit der Funk nicht ganz so unkoordiniert wird. Wäre mein Vorschlag, dass Alpha und Bravo auf Kanal 61 wechseln. Fox 2 wird das Ganze begleiten. Ich bleibe mit Charlie und Delta hier auf der 61. Falls es relevante Infos gibt, erhaltet ihr die dann dementsprechend von dem jeweiligen Fox. Fox für Alpha, Sie haben gerade zweimal Frequenz 61 angegeben. Das war sehr gut, Test bestanden. Das sollte natürlich nicht so. Ich meine. Wake, ziviles Fahrzeug aus Süden. Korrigiere Norden. Mensch, was ist denn hier heute los? Gut, dann nochmal zur Korrektur. Alpha und Bravo wechseln auf die 62. Charlie und Delta bleiben auf der 61. Hausmann? Ja, bitte. Hast du. Ich. Hier neben dir, links. Hast du dich davon überzeugt, wie die Rundumsicherung hier steht? Fox für Echo kommen? Nein. Nee. Deine Aufgabe als Truppführer ist es dann, sobald alle Frage sitzen und meinen, die haben eine gute 62, Stelle, lauf einfach nochmal rum, guck an, dass sie eine schöne Rundumsicherung haben, ja, passend positiv, zu der Gegebenheit hier. Okay, und dann stellst du die von A nach B, wenn du es meinst. Ja, das wird verstanden. Dietmar hört gar nicht zu uns. Ja, egal. Kannst du weiter hier links hoch noch ein bisschen die Straße mehr gucken? So, Alpha, wir verlegen jetzt zu unserem gut. Angriffspunkt dazu. Wenn ihr dann bereit seid, jetzt Schützenreihe. Erstmal Straße entlang, na, über die Straße und dann rechts abbiegen, voraus. Marsch. Das heißt Richtung Süden. Delta soweit auch ready. Ja, eins geht. Zwei geht.
geht. 4 geht. 5 geht. 6 schließt sich an, wenn ihr auf meiner Höhe seid. Sehr gut, Terror. Alle anderen sind nämlich schon. 7 geht. Voll. Charlie bewegt sich, Peilung 122, Entschuldigung. Okay. Irgendwas stimmt ja nicht. Freddy, einmal nach links rüber. Ungerade läuft links, gerade läuft dann rechts. Marsch, marsch. Eins, marsch, marsch. Fuchs, Bravo, komm. Fuchs. Ja, Alpha. Bravo bewegt sich auf Linie Bravo fort. Ja, check. Ich weiß nicht, ob ihr das wahrscheinlich mitbekommen. Alpha Bravo und Echo sind für bessere Koordination. Peilung 240. Frequenz 62 abgewichen. Ja, habe ich mitbekommen, aber nur Shotrange umgestellt. Entschuldige. Check. Und für Koordination von euch ist Fox 2 verantwortlich. Delta für Charlie. Delta, ja. Ah, wir sind jetzt etwas vor euch, haben angehalten. Ich werfe mal den ersten Blick in die Stadt runter. Checkst du mit, Delta? Hubschrauber Westen oben. Nähern uns, nähern euch. Alle halt, Deckung. Falsche Mega rausgefunden. Ja, das ist soweit verstanden. So, jetzt Leute, schnell an den Wald vorne ran springen, wilde Wolke. An welchen Wald? Geradeaus. Waren 6 Fallschirmspringer. Bravo, Fox 2. Richtung Sie voraus. Haben mich auf den Kanal gemeldet. Bravo meldet sich auf der 6-2 an. Ja, deutlich. Dann hier vorne an der Waldkante eine Linie aufbauen. Sierra 6-2. Sierra 6-2, ich höre sie deutlich. Und wir machen eine kurze Verschnaufpause. Aufnahmebereit, Lagebericht. Wir haben mindestens einen MRAP am Helikopter im Süden. Sekunde. So, jetzt nochmal alle hier nach vorne eine Linie aufbauen. Die eine Hälfte ist zu weit hinten. Fahrzeuge haben wir ein Ifrit, ein Buggy mit MG, eine Flak, die hier rumfährt. Dazu hat eine Taro gerade Feine abgesetzt. Die Taro steht aktuell am Boden. Macht keine Anstalten, wieder wegzufliegen. Dazu verschiedenste Patrouillen in und um die Stadt herum. Weitere Genauigkeiten werden auf C-Tap dann markiert. So, die linke Seite von der Linie ist nicht weit genug vorne. Einmal dich hier schön aufstellen. Fox, so verstanden. Einmal Ifrit, einmal MG bei die Buggy. Einmal AAA. Der Helikopter, die... Freddy bleibt da, der lässt ein bisschen weiter nach rechts. Patrouillen. Wenn du die links außen machst, dann musst du auch nach links außen gucken nachher. Du hast ja die Außenseite damit. Guck zwar auch mal hier rein. Jetzt möchte ich, dass wir mit Waffe im Anschlag langsam auf Peilung 240 geradeaus weiter vorgehen und da mögliche abgesessene Paratroopers bekämpfen. Deswegen jetzt Alpha, Pirschhaltung, Peilung 240, Linie Marsch.
Bossmann, ein paar Meter weiter nach vorne. Und ein bisschen näher an Ted ran. Du musst immer einen Blick nach links haben. Ja. Ne, da ziehen wir uns nicht in die Flanke. Und andere Laufrichtung. Jetzt schon wieder hin. Und pass auf, dass die Linie auch schön bleibt. So, Alpha, dann hier halt kurz mit Umsicherung machen. Verstärkter Fokus auf Rausbereich und Richtung Stadt. Fox Bravo für Alpha, bitte kommen. Red, guckst du ein bisschen mehr nach links noch? Fox Bravo, ja, komm. Bravo, hört. Ja, Alpha, sind unweit von Position Punkt Alpha angekommen, würden jetzt verweilen, bis Bravo ein wenig näher an der Stadt ran ist und dann Angriff beginnen. Bravo, verstanden. Helikopter im Süden abgestürzt bzw. explodiert. Ja. Check. Aufklärung, Explosion. Der Ifrit hat die eigene Taro umgefahren, ist dabei explodiert. Der Ifrit ist wahrscheinlich auch kampfunfähig. Ifrit fliegt in der Luft. Ja. Yep. Jetzt Linie Neuausrichtung richten Richtung Peilung 170. Wir laufen aber noch nicht los, deswegen Rückraumsicherung, Flankensicherung beibehalten. So, kurzes Lageupdate. Der Ifrit vorne ist explodiert. Wir verweilen hier einen Augenblick. Negativ. Ach, der Heli ist explodiert. Positiv, und Ifrit ist wieder gelandet und einsatzbereit. So, mit dem Helikopter sind mehrere Truppen. Fox, Bravo, komm. So, jetzt aber kurz das Lageupdate. Wir verweilen hier, werden dann von Norden in die Stadt eindringen. Dazu erstmal gemeinsam den ersten Compound nehmen, dann an die Straße ran und dann kämpfen wir uns ein wenig vor, während Bravo aus Osten an die Stadt ranspringt und uns da Flanken sichert und dazu uns unterstützt. Dann werden wir gucken, wie die Lage und vor allem die Feindlage ist und gegebenenfalls werden wir die Westseite, Nordwestseite der Stadt sichern, während Bravo die Nordostseite übernimmt. Das werden wir dann wahrscheinlich so durchführen, bis wir zur Hauptstraße kommen und gucken, wie es dann weitergeht. Gibt es Fragen bis hier? Frau Bossmann?
Frau Hausmann. Sehr gut, keine Fragen. Bitte? Rückraumsicherung steht, ja? Das ist nur eine Frage, ich weiß es nicht. Ich frage nur nach, um einfach die dich... Das macht Milka. Ja, check, hatte ich eben gesehen, macht da immer noch, ja. Ne, perfekt, alles klar. Ich frage immer nur mal wieder zwischendurch, weil du sollst als Truppführer heute auch was mitnehmen. Fox 2 für Bravo, komm. Fox 2, komm. Wir nähern uns Larche aus dem Osten aktuell. Fox 2 für Bridge. Bravo für Alpha? Ja. Bravo für Alpha, bitte kommen. Bravo für... Ja, Alpha, wenn ihr den jetzigen Compound, den Terror, ihr betätigt habt, einmal Meldung, dann würden wir vorstoßen auf den Compound Nord-Nord-Ost. So verstanden. Hier Echo, Meldung. Feindkräfte haben Nachtsichtgeräte. Okay, Leute, gerade von Echo gemeldet, Feinde haben Nachtsichtgeräte, deswegen keine Laser anmachen. Keine Laser. Sakato und Funkheiß. Hallo Staccato, du bist nicht bei Alpha heute. Oder hat Staccato über Long Range gefunkt? Jay, hast du das auch gehört? Ja, ich hab's gehört. Bravo für Alpha, würden jetzt losgehen. Passt euch das? So verstanden, wir sind im Compound und klären den gerade. So, jetzt Alpha, Peilung 170, in Linie, Pirschaltung, Marsch. Wir werden jetzt direkt auf den Compound zulaufen. So, die weiter hinten sind, ein bisschen vorsprinten. Rechte Seite ein bisschen nachziehen. Gebäudevorausbereich scheinbar frei. Ja, links ist eine Lücke im Zaun. Dann links seitlich einmal aufstellen. Trupp 1 geht rein. Hausmann, ich wechsle die Seite von der Lücke. Hier ist auch ein Loch. Herr Hausmann, nicht alleine die Lücke einfach überspringen. Okay. Trupp 2 hinter Trupp 1. Trupp 1 wird den Compound clearen. Trupp 2 wird sich durch die Mitte des Compounds auf die gegenüberliegende Seite bewegen und äußere Sicherung einnehmen. Iguana fällt zu. Iguana ist bei mir beim Trupp. Der Freddy zu. Bin hinter dir. So. Trupp 1, Ausführung. Einmal vor. Freddy zu. Und Iguana Freddy einmal rein. Und Trupp 2 selbstständig Außensicherung machen und auf die andere Seite verlegen. Jo,
Alles klar, dann Ted geht vor und dann der Rest hinterher. Läuft hier vor euch rum. Schande über mich. Was war der Auftrag? Einmal gegenüber? Lager, ja, linke Seite. Lager, linke. Die anderen zwei folgen, ja. Auf der anderen Seite sind auch noch zwei Kontakt, Geheimnis Kontakt, Freunde. Kontakt! Peilung 220, hinten eine Person. Fox für alles, ausgeschaltet. Fox für. Haben einen kurzen Feuerkampf geführt am Nord-Nord-Ost-Compound. Feuerkampf geht weiter. Rechte Seite an der Halle. Ausgeschaltet, ausgeschaltet. Freddy ist down. Ich bin auch gleich down. Dann durch die Halle. So. Wir haben Peilung 2, 4, 0, hinter dem Zaun, der gerade umgefallen ist, noch einen Kontakt. Der zweite Kontakt hinter dem Zaun, der umgefallen ist, müsste irgendwo hinten durch an der Steinmauer sein. Ted, einmal Terror einweisen, Terror mit dem MG, 5 Salven. Ted down. Okay, Tobi, sicherst du hier gleich bis, die Ecke nach bis links? Bis Ansage bleiben wir noch zusammen. Bis aus dem Kompass ja, raus. Wenn ihr bereit seid, geht's los jetzt. Dann lassen wir nach vorne, ja. Ja. Drop 1, einmal hinter mir und Tobi. Tobi sichert nach Süden, Richtung Dorf und wir ziehen zwischen den beiden Häusern in westlicher Richtung bis zur nächsten Straße, um dann nach Norden in die Stadt vorzurücken. Alle Jetzt los. Langsam loslaufen. Trip 2, wir schließen uns an. Sierra Foxhofer. Ja, einmal zur Info. Erhöhte Feindkonzentration am Marktplatz aktuell. Anscheinend haben sich da ein Großteil der Feinde eingenistet. Ja, weil der Waschmann ist jetzt ja weg. Okay, ich denke, die wissen, was wir hier sind. Und so, Trip 1 an die Mauer. Auf 190 vor das Dorf und Sicherung aufbauen. War schon jemand in dem Haus drin? Nein. Nein. Keine Info. Echo Fox zu kommen. Hier Echo, kommen Sie. Trip 2, wir splitten uns hier ab, wir gehen schon mal weiter ums Haus rum und dann direkt in die Straße zu kommen. Ja, lass uns verstanden. Wir sammeln uns im Westen des Compounds an der Öffnung hier. Fox 2 fürs Jahr. Ja, Frage, haben wir Schusserlaubnis? Ja, hier will ich, dass Trupp Grün, das sind die Alpha-Jungs, ja. Die Sprungweg sichern, sodass wir rüber ja, bis hinter die Mauer springen können. Die Mauer direkt ja. Voraus, ja, im Westen. Die, korrekt, die Mauer ja, im Westen. Check, check, okay. Wir haben hier eine Kiste, glaube ich, ne? Müssen wir noch gleich mal gucken? Ne, ich glaube, es war anderes. Der Rest von Trupp 1 mit mir nach an der Mauer. Genau, okay, wenn Sicherung steht. Ja. Dann, wenn Sicherung steht, Trupp Blau, Sprung auf Marsch, Marsch, bis in die Mauer. Zivilist voraus. Truppenführer für den. Staccato und Destroyer für den. Bausmann, du übernimmst hier, ne? Du bist Trupp ja. Grünleader. Gebäude. Die Gebäude, die ihr geklärt habt, bitte grün markieren. Check. Die Story für Bauersmann. Ja. Sollen wir nachrücken? Ja, positiv. Ihr rückt nach, wir sichern. Alles klar. Dann eine nötige kurze Einführung in Markierung. Bereit machen zum Sprung. Ja. Bereit machen zum Sprung. Mein Bein ist wieder aufgegangen. Ich bin raus. Na, warte mal, ich bin der Truppenführer. Und dann, Bausmann, bereit machen zum Sprung und dann Sprung auf, Marsch, Marsch. Okay. Und dann läufst du vor, wir laufen hinterher. Tobi, Frage: Truppenzugehörigkeit. Gut, das wieder zu, Bausmann. Alles klar. So, dann Trupp Grün, bereit machen zum Sprung, Sprung und los. Achtung, auf, Marsch, Marsch. Beinkontakt im Haus. 140. Circa 200 Meter im Fenster.
Trupp Grün direkt überspringen, ins Haus kehren. Verstanden. Geht ihr immer zur Schützen im Visier? Trupp 1 sitzt zum Haus südlich gleich hier, 10 Meter vorn. Okay, Freigang im Zimmer rechts, unbekannt. Ich bleib bei der Türe. Ja. Bei der Treppe. Verstanden. Geh hoch. Geh mit. Oben sauber, erster Raum. Hier links rum. Beschuss? Ja, check. Sauber. Negativ, sauber. Eigenes. Haus sauber. Haus sauber, dreh wieder runter. Schütz und Fenster ausgeschaltet. Alles klar. Ebos und Tobi, ihr nehmt euch das Haus hier vor. Langsam um die Ecken. Wes, kommt mit uns. Trupp Blau, wir überspringen jetzt Grün und gehen zu dem nächsten Haus. Fox für Bravo, komm. Hört, komm. Springen aktuell in die Stadt von Norden ein. Ja, somit Frage, wie sieht Beschuss, die aus? Beschuss Südwesten. Werden aktuell bekämpft, sofern vorhanden. Aktuell keine größeren Gruppen optisch. Ja, somit dann lasse ich jetzt Echo auf das Fahrzeug schießen, was am Wolkenwest ist. O'Neill, Südwesten Beschuss. Komm. Und erstmal an die Hausecke. Besten Dank, machen wir so. Gebäude zur Info, geklärte Häuser werden grün markiert für Echo und Alpha. Bauersmann ist wieder verletzt. Für Echo und Alpha zur Info, geklärte Häuser werden grün markiert. Gruppe Blau, wir springen zum nächsten Haus. Tetz? Bravo, Ende. Ja. Ich meine, von oben siehst du da ein bisschen mehr? Negativ, nicht, wir gehen nicht hoch. Aber Bauersmann muss entscheiden, so, aber... Auch für euch frei. Wir springen jetzt jeden Echo, Moment weiter. So. Feuerfrei auf das nächste Fahrzeug. Wir kriegen aus Süden kommt. Beschuss. Hier links rum. Ja, noch soweit verstanden. Audio-Kontakt. Motorengeräusche aus Südwesten. Ifrit bewegt sich Richtung West. Ifrit Richtung West. Beschuss. Frei, habe ich. Oh! Freigabe. Ja. Leg dich in Tett. Jawohl. Hier so grün mir jetzt unter Beschuss. Wes, zurück bitte. Das Tor hier ausgefahren. Ted, lebst du noch? Positiv, Ted lebt noch. Okay, Bomber ist down. Hier Echo, stille Feuerkampf, zwei gepanzerte Fahrzeuge ausgeschaltet. Ja, der Feuerkampf, Zeugefahrzeuge ausgeschaltet wird. Ifrit jetzt im Westen. Ifrit überrundet Grün. Ifrit überholt Grün. Jetzt im Westen noch Richtung Norden. Hier Echo an allen Stellen, eingepanzertes Fahrzeug, jetzt ist nicht mehr sichtbar. Wir haben noch eingepanzertes Fahrzeug im Südteil der Stadt aktiv. Bravo, jedenfalls an allen Stellen, haben ein Ifrit im Norden. Ifrit wechselt auf. Nordwest. Schütze ausgeschaltet, Schütze, ich bin ausgeschaltet. Von Foxcom. Rhino bitte. Bravo hört. Break, break, Echo Sierra. So stark haben wir müssen darüber. Echo Sierra. Hier Echo hört. Ja, Fahrzeug gerade auf dem Weg zu euch, wo offener Backen mit MG. Ja, Terror kann ich verknüpfen. Okay, Trupp 1, Sprung zum Haus rechts über die Straße und Rundumsicherung aufbauen. Suchen nach Trupp 2 und los. Ist Bomber Sunny? Ja, EHB ist der. Aha. Rhino gefunden. Wes, kümmerst du dich um ihn? Ach man. Bin dran. Guten Tag. Füllen Richtung Nordwest. Fox, Bravo, komm. Fox hört, komm. Ein Teiltrupp von uns wurde ausgeschaltet. Aktuell sind wir in Sandlage. Haben ein Fahrzeug im Inneren der Stadt. Ja, somit kannst du die Position markieren für Echo kommen. Negativ aktuell nicht optisch.
Ja, somit. Dann sind seht euch. Erstmal in San, Lare, Vizin und. Evers, Tobi. Wir sind hier gerade relativ sicher. Ich markiere aktuell die Position auf Karte. Ich bin hier bei der Ruine, wo wir gerade eingeschlossen sind. Position, eine Person Obergeschoss. Muss nach hochgeholt werden. Aktuell keine Feinde. Und dann. Hacker, einmal bitte Alpha zu dir. So, so verstanden. Ganzer Trupp zum Gebäude nördlich. Wenn ihr Reiner aufgelesen habt, hier in das Gebäude verschanzen. Wir machen erstmal Anlage. Ja, anfängt, dann gehe ich zum nächsten Seite. Okay. So. Staccato, Frage Position. Hört? Ja. Frage Position. Staccato, Dan, komm. Ja, die sind im Gebäude auf der Karte, was grün markiert wurde. Was grün markiert wurde von Trop 1. Wir kriegen Beschuss rein von nördlich von euch. Na klar, bin ich noch am Leben. Staccato für den kommen. Staccato hier, guck nach Norden, ich bin hier vorne, beim Räuschen. Ich fahr gleich auf Echo. Melde im Süden, Panzer, Süden, richtig, Panzer. Genau. Ja, zur Information, keine Aktivfähigkeiten mehr aufgrund Arma. Kann mir jemand sagen, wo denn unsere Sanitäter jetzt sind? Der befindet sich etwa 100 Meter östlich von uns, komm. Trupp 1, wir holen, einmal wieder zum Gebäude nördlich von euch. Komm. Wir nehmen gerade Flugabwehrpanzer. Ja, somit, leider ist die Attik. Leider ist der AT-Träger von Alpha noch down. Sobald ihr da hochkommt, lasse ich zu euch verlinken. Ja, das ist soweit verstanden. Was denn? Bravo, Kultur Alpha von Fox 2 kommt. Ja, Alpha. So, du hast mitgehört wegen dem gepanzerten Fahrzeug bei. Ich habe keine Ahnung. Mitgehört, gepanzertes Fahrzeug 100 Meter östlich von Position Echo. Genau, das bitte ausschalten, sobald Iguana wieder da ist. Nochmal die Frage: Durex oder Melka, Alpha, und somit Sanitäter, wo sind die? Meldung 160 auf dem Hügel. Feindliches Fahrzeug, Bewegungsrichtung bergab. Der hat Heartrate, das ist okay. Bravo, Fox, Hänger, mal bitte helfen bei der, Erstversorgung. Ich hab kein Funkgerät gesehen. Das ist ein Wagen. Muss mich erst versorgen. Bravo, Fox 2 kommen. Bravo, Herr. Frage Sandstatus, komm. Er hat eine Hardware. Aktuell 4 Mann am Boden. Frage, kriegt ihr das so oder braucht ihr einen Medic? Komm. Wir bräuchten einen Medic, wir haben aktuell selber keinen Medic da. Ja, somit. Hier wirkt mal wer aus. Technik auf 450. Technical jetzt im Süden von uns. Schütze ausgeschaltet, Schütze ausgeschaltet. Technical Schütze ist down. Dann hilf mal kurz hier mit bei der Technik. Ja, sie werden gerade geschossen. Ja. Bravo, Fox 2 kommen. Bravo, hör. Ja, Sani und Fox 2 kommen 2 auf Position. So verstanden, Sani und Fox 2 kommen auf unsere Position aus welcher Richtung? Ost nach West. So verstanden. Wir ziehen gleich Sani und Fox 2 auf Ost bin rein. Aufpassen, wir kriegen aus Osten Fox 2 und die Vorhut an den zerstörten Gebäude, die zum Technical schießen. Am Technical Süden, eine Person hinter der Mauer. Echo ist hier, wa? Ja, Echo, komm. Naja, Radio, so, Eier drauf und zweite Frage. Die Person bewegt sich hinter der Mauer Richtung Westen, nur der Kopf kommt ab und zu raus. Ja, unser Rauch.
derzeitig unbekannt, aus welcher Richtung das kommt. Komm. Braucht man nur jemanden, der hier schnell Terror mitzumachen? Moin. Ja, ich hab so verstanden. Und geben, wenn okay. Der ist fast down. Er drückt immer noch. Dann die, die gerade mit Aslan und hier drüber gelaufen sind, hier sammeln mit dem Gebäude. Ja, ich nähe Terror jetzt mal. Nein, der ist so. Wir haben so, einen Sunny wieder hier. Wie ist der Stand der Dinge hier? Historia hat Puls, Reinhard Puls, Bomber hat noch keinen Puls, Anterror ist gerade dran. Wo liegt Historia? Hier direkt vor dir. Ja, ich sehe ihn nicht. Er lag bei mir da hinten irgendwo. Okay. Er liegt genau hier. Du weist den Sun aus Alpha gleich einmal ein. Okay. Ach, war ja. Tobi für Ted kommen. Für Ted. Frage, bist du derjenige auf dem Dach da oben drauf? Oh, Alter, ach, korrekt. Er hat Checks Orientierung. Milka, wenn du da Zeit hast, dann wir sind unter Beschuss. Ja. Also ich falle normal. Mach hier bei Terror weiter, kannst du ihm darüber gehen zu Bomber und dem was legen, dann sollte der gleich wieder aufmachen. Mach dann hier weiter bitte. So, dann machen wir noch eine zweite Runde. Ja, mit mir geredet. Bomber liegt hinten rechts neben dem Fenster. Links neben dem Fenster, genau. Ist das Terror? Mhm, alle wissen, alle guten Dinge. Geil. Fox für Echo. Ach nee, was machen wir? Schauen wir mal. Einmal für Alpha für Echo. Hier Alpha. Und zwar du wolltest was? Alpha wird gleich weiter. Genau, unser AT-Trupp ist jetzt bereit, das gepanzerte Fahrzeug wir auszunehmen. Teil Frage aktuellster Standort die, auf der Einzeichnung. Wird Alpha aktueller Standort auf dazu Staccato Roadblock Echo stark zusammengeschossen. Wenn du kannst, krieg mir mal bitte Hilfe hoch. Komm. Eventuell hier oben auf dem Gebäude. So verstanden. Break Break Alpha für euch keinen Weg aktuell zu Echo sicher, da der Trupp auf dem Weg dahin zusammengeschossen werden würde. Und weiter noch ein Spruch Anti-Air auf dem Weg Richtung Echo über die Straße Richtung Westen. Okay, Iguana. Tobi, Echo jetzt Westen, Spur, läuft zu euch. Wir gehen Echo oben aufs Dach und auf die Feuerstraße. Derzeit nicht, ich hab zwei Mann down und weiß nicht, ob ich die nächste Minute noch schaffe. Komm. Ja, okay, so nicht. Dann. Ja, check, der hat zwei von mir bekommen, läuft aber immer noch. Ja, das ist eine spannende Frage. Machst du das oder kann ich das? Nee, ich muss das machen. Aktuelle Feindrichtung ist ja, das war stark. Circa 2:0 und aus der Ortschaft. Ted, kommt auf dich zu, kommt auf euch zu! Ah, sorry, doch nicht. Eigner, der da im Feld war. Hinter den Häuserdächern im Garten. Sind das eigen oder ist das fein? Check auf dem C-Tab, ob du da wen siehst. Bei wem? 182. Okay. Okay. Auf dem Dach sind unsere, Bauersmann. Wie sieht's aus? Ja, kannst du vier Leute down, drei am Kult. Frage, was explodiert hier gerade? Ich war noch nicht. Okay. Frage, was explodiert hier gerade? Irgendwo im Süden explodiert etwas, unbekannt, oben auf dem Berg. Oh, Beschuss. Melde, oben auf dem Berg explodiert irgendein Fahrzeug. Südwesten. Irgendwas westlich der Stadt oben in den Bergen explodiert und abgestürzt, keine Ahnung was. Ja, so mit, haben wir einen Sunny hier? Von ja. Ja, Mika, ich bin verletzt. Ja,
4 Alpha. Bravo. Hacker, Beschuss ja, Südwesten. Beschuss Südwesten, Hacker. Lass mich mal was einfallen, dass wir hier. Nein! Hacker weg! Hacker weg! Genau, dass die Leute okay. Bis aktiver gegen keine von denen kommen. Einfach so mit. Bitte wiederholen. Aktuell ist deine Sandlage noch stark und habe Schluss. Ja. Das solltest du ändern. Ja, so verstanden. Ja, ich komme gleich. Trennung. Kann einer Echo weiter reinlegen, weil der Konfigurator ja, nicht so in den Hinterwiesen geschossen. Nein, ne? Wir könnten entweder. Ich leg mich hin. Außen herum. Aber außen herum ist halt gefährlich, weil von hier irgendwo ja, kommt der was. Gebäude als Decken. Echo, Fox 2, kommen. Deswegen wäre ein Vorschlag, dass man hier in diese Richtung Flüssigkeit über Flüssigkeit geht. Ja. Und hier sozusagen so, Sicherung irgendwo hin aufbaut. Ja, hier. Ja. Aber bin ich halt da, hier. Langsam, also ähnlich. Sozusagen nicht alle Häuser nimmt, aber dass man von hier in Richtung auf. Sierra Fox 2, komm. Ja, Sierra. Siehst du was bei Echo? Ja, wo man down, so wie es aktuell aussieht, ich kann aber nicht erkennen, ob Führung down kann. Hier Echo, ich bin auch da. Bomba wieder im Funkkreis. Ist so schön, kannst du dich zurückziehen? Ja, einer stabil, der andere noch rot, dunkelrot. Wir sind dran und wir müssen dann der Möglichkeit im Aufweis in die Richtung zurückkommen. Ja, check, 3-0. Ja, ein Echo, Echo liegt Ted wieder auf 3-0. Komm zurück! Aber der hatte vorhin noch Puls. Ja, das ist doch wir haben die Aufgabe, diese bestmöglich zu decken. Dazu sucht euch bitte eine erhöhte Position und gibt den Feuerdeckung Richtung Süden, Südwesten. Jawohl, das wäre nochmal Maker, denn wir gerade am Punkt. Vorher wurde zu Ryan von oben nicht von da Feuerschutz abgesetzt. Hast du Terror? Ja. Hast du Terror HLWG? Dann soll ich hier schauen. Dann alle bei Alpha außer Milka hinterm Haus kurz sammeln. Besprechung. Jungs, ich öffne hier die Tür, ich bin weg. Fox 2, Sierra. Du kannst zu Tobi auch. Fox 2. Mit Ted oder was? Aktuelle Position der letzten AAA Markierung. Weil die für Ted kommen. Hört. Ja, hinter dem Haus heißt bei euch wo? Im C-Tab, auf Nordseite. Der Westseite der Stadt. Bomber ist wieder. Ja, so optisch. Dann bauen wir auf Nordseite Haus, schnell kommen. Test explodiert, deswegen können wir leider keine mehr anfordern. Ja, das würde wahrscheinlich relativ gut passen, Sierra. So, jetzt einfach Feuer einstellen. Wir einmal kurz schnelle Besprechung an mir, kurzer Handel, mal Farsch zu mir. Auf der Aslan. So, okay, Leute, wir werden jetzt, wir sind hier im Norden, wir werden jetzt hier einmal schnell hier rüberspringen mit Tiltrops und werden hier erstmal an dieser Hauskante Halt machen und gucken, wo wir wirken können, dass wir ein bisschen Druck auf den Feind machen und ein bisschen den Druck von der Sandlage wegbringen. Okay, no. Und dazu möchte ich, okay. Stellen. Trennung. Steady. Bomber. Okay, Ted, Bomber, Trupp 1, Aslan, Iguana, Freddy, erstmal Trupp 2 hier provisorisch. Überspringen vorgehen, ich werde mit Ted laufen. Deswegen jetzt einmal ganz, ganz schnell da sammeln, Deckung aufbauen und dann springen wir. Fox Blau für Alpha, wir verlegen 50 Meter nach vorne. Ah, sorry, mit wem laufe ich? Mit Fred? Freddy oder? Mit Bomber. Ja, check mit Bomber, okay. So. Oh, mit Waldim Bomber. Ja, check. Trupp Aslan, Sicherung aufbauen. Ted, du springst dann bei Aslan durch. Ja, check. Aslan, bereit machen. Wer von Trupp 1 nichts zu tun hat, einmal bei mir sammeln. Nochmal, Ted Hacker. Kam bei mir nicht an. Demos. Ja, macht euch bereit, dass ihr jetzt sicher habt. Wir laufen dann. Wie ist das beschäftigt? Oder? So, dann gehen wir einmal hoch rüber. Alpha ja, bereit machen zum Sprung, südlich, ja wir laufen, bereit machen zum Sprung. Sprung auf, Marsch, Marsch, Jungs, kommt. Zieht der Markierung 7.11 Uhr, 7.10 Uhr ist ein AAA, guckt, dass ihr die ILS wegbekommt, dann kann ich versuchen, und halten. Bevor dann kommt. So verstanden.
Trupp 2 bereit machen. Fahrzeug 200. Waldi für Ted, komm. Hört? Fahrzeug, unsere Position 200. Also Bravo für euch zur Info, der Paula, also der 200? Sag ich mit einem Schütze, der noch durch die Stadt unbekannt, fährt, unbekannt. Ist der Schütze tot. Ich hab Granate, ja. Soll ich mal. Keine Granate, keine Freigabe. Es müsste aber ein APC also noch rumfahren. Hier. APC, glaube ich. Wir haben noch keinen Befehl von euch bekommen, dass ihr bleibt oder so. Alpha für Bravo, komm. Ja, Trupp 2 ja. Steht. Trupp 1 kann. Wir haben aktuell eine Beute weiter südlich um euch zu decken. Sehr gut, Jungs, sehr gut. Wer auch immer da reagiert hat. Wir haben aktuell Stellung bezogen in ein Gebäude weiter südlich. Wird Trupp 1 ankommen. Wir erwarten mehrere. Zivilist. Mehrere jetzt im Süden stimmen optisch. Trupp 2, marsch. Im Süden noch einige Stimmen zu hören. Trupp 2 hier halten. Mit Panzer fährt. Ja, APC fährt. Ja. Okay, Jungs, bereit machen zum Sprung. Sprung auf, marsch. Oder alle Folgen, alle Gruppenführer auf diesem Kanal. Checkt mal bitte euer Munitions- und Sandstatus. Okay, und rüber mit euch, noch bis ans Haus rüber. Bravo hier. Dahin rüber, Okay. Nee, links, Bomber links am Haus. Also anspringen hier an diesem Gebäude. Hier links. Sicherung, Testwächtsicherung. Ja. Falscher Kanal. Dann Iguana, leicht zurückbleiben, das Fahrzeug. Echo, wollen wir gleich ausfindig machen für Echo, und abschießen. Der hat hier gehört. Das ist hier gleich. Frage, kannst du mir Bombe einen Nachrichten runterschicken, komplett? Haben wir eine SMAW dabei? Wir sind nur zusammengeschlossen, wir würden für euch hoch verlegen. Hab aktuell drei Leute down und zwei Träger kommen. So, Trupp 2 Mina. Der Trupp 1 Negativ, ich kann dir keinen so weit runterschicken. Aktuell steht hier nicht mehr unter dem Schuss. Halt mach, dass du einen hochkriegst und dass du hier rüber so, verlegst. Also, es wurde gemeldet, dass du 230. Ungefähr. Ja, Rauch, ungefähr Rauch. Anti-Air. Wenn wir die Anti-Air fertig kriegen, bekommen wir Kass. Wir haben einzelne Soldaten noch oben am Turm, links auf dem Berg. Fox-Officierer. Ja. Okay, kleiner Flash-Check. Z-Bomber ja, nach rechts an die andere Mauerseite. Scharfschützen, wir bräuchten Nachversorgung für den Scharfschützen. Ja, da wahrscheinlich gesehen hast, was hier mit der AC passiert ist, ja, du wolltest doch Schatten bei der Position ja, und weiter check. Ja. Okay, hört. Okay, gut, dann habe ich das falsch. Eine Freigabe, dass wir noch dann habe ich dich jetzt wieder bei der Klappe. Nee, wollte ich, aber ich hab da gar nicht schnell geschaltet. Nein, nicht durch die Stadt durch. Das ist mir zu gefährlich gerade. Okay, Alpha einmal wieder ein paar Meter zurück zu Standort Freddy Iguana, mein Standort. Ich korrigiere Aslan, wir machen das genau so. Ja, okay. Vorschlag wird Befehl. So, jetzt links entlang über die Innenhöfe nach ja, Terror, vorne ich weiter. Guck jetzt mal an, ey. Wir stehen hier, wir brauchen dich, ne? Und du chillst mal wieder dein Leben. Unglaublich. Bei den Innenhöfen aufpassen auf mögliche besetzte Gebäude. Ted für Ausland? Ja, bin da. Ja, Ted, gibst du uns eine Sicherung, damit ja, ich okay. Als erstes vorspringe, weil ja, ich hab AT dabei. Okay, dann Trupp 2 Sicherung aufbauen Richtung Süden an der Wand. Eine Trupp Gruppe oder Bomber rüber auf die weiße links. Trupp 1 bereit machen zum Sprung. Okay, 2 steht, sichert. Trupp 1 Sprung, marsch. Und hier erstmal links. Trupp 1 halt. Trupp 1. Fox für Alpha. Okay, Trupp 2, nachrücken, Sprung auf, marsch. Wir sind jetzt circa 100 Meter von Sandlage Bravo, südlich. Crossing. Hey, Kontakt, links, Vorsicht, warte. Echo für Alpha. Hat es nicht gesehen? Okay, links frei. APC kommt jetzt gleich. Echo für Bomber, Alpha. Bomber nachrücken zu mir. Ja, Echo hört.
Frage, aktueller Standort von gepanzertem Fahrzeug einsehbar? Derzeitig nicht möglich. Okay, Leute, ich möchte, dass wir uns einen Tuck weiter rechts halten. Okay. Bomber, den Bereich hier sichern. Oh. Rein. Ja? Ja. Okay. Okay, Flash, 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 schnelles Fahrzeug, Straße Norden, hochgefahren. Ja, im Osten von euch. Flash, 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 ein Fahrzeug Nordstraße genommen, nach Norden hin. Trupp 2 hat an der Position im Süden Kontakt gegenüber der Straße. Die Leute zu. Nach Norden. APC, ja, Technical Head hinter uns. Bomber, wieder zurückkommen, wir gehen rechts entlang. Ja, zurück, zurück, zurück. Crossing. Okay. Irgendwer hat gerade eine Hummel in den Arsch bekommen. Einmal kurz anprüfen. Ja, ich bin auf jeden Fall verletzt. Dann schnell verbinden. Eine große Menge Blut verloren. Ich brauch Blut. Ja, wir haben gerade keinen. Ja, check. Zivilist von. Waldi, Technical im Osten. Mhm. Ja. Technical im Osten. Und gegenüber der Straße, die Position, rotes Haus. Ja, da haben wir noch Soldaten im Haus. Ja, rotes Haus okay. Habe ich gesehen, konnte aber leider nicht treffen. Ja, ja. Okay, dann ich möchte, dass ihr hier zwischen Ted hier 5 Meter vor dich eine Smoke werft und dann möchte ich, dass Aslan hier in der Kurve an das Gebäude ranspringt. Okay, Smoke fliegt in 3, 2, 1, Smoke. Smoke, Smoke. Top 1 Marsch. Dr. Alpha, eigene Smoke südlich, eigene Smoke. So. Fox, Bravo, komm. Ted, jetzt Fox, rüber. Check, rüber. Oh, wir müssen ins Gebäude rein. Sandlage ist. Ich wurde getroffen. Der Sandlage ist, wird zu Ende, Zeit zu viel dazu kommen. Beide down. Ja, check, Aslan, übernehmen. Ja, ich halte ruhig weiter vor, dann halt über die Welt. Melde, Gruppenführer Alpha down. Schmeiß uns. Gruppenführer Alpha down. Ja, Jungs, Aslan, du übernimmst, weiterführen. Ich wollte gar nicht mehr. Ted, ja, Ted hört. Deine aktuelle Position? Ich bin auf der Straße in einem Gebäude. Bomber ist neben mir irgendwo. In Deckung. Ted, nö, ich bin hier bei Baldi. Ja, Ted hört, Ted hört. Ted, ich geb dir erstmal Deckung. Kommst du erstmal zu? Ja, positiv. Benötigen Unterstützung. Werden aus 3 Flanken flankiert. Ja, 3 Flanken. Aslan down. Okay, Jungs, sammelt euch, zieht euch zurück. Licht, Bravo, kommt so mit zurück.